Da bin ich so extrem von überzeugt, weil ich hab ein Impressum, du kannst mir da irgendwelche Bombenbriefe oder so hinschicken, wenn das nicht passiert. Wenn du gerade Geldsorgen hast oder einfach nicht nur dein Geld auf dem Konto oder im ETF vergammeln lassen willst, sondern das mindestens verdoppeln willst, wenn nicht sogar eher verzehnfachen, dann gibt es gerade eine sehr, sehr krasse Möglichkeit und das ist Meme-Coins. Hört sich erstmal komisch an, ist aber auch nicht Aktientrading oder sowas in der Art. Bei Aktientrading, da sind die Renditen eher ein- bis zweistellig. Und hier im Meme-Coin-Space fangen wir gar nicht erst an zu zählen, wenn die Rendite nicht 100% beträgt. Also wir fangen erst bei 100% an zu zählen. Und deswegen ist es auch möglich, mit einem sehr kleinen Startkapital anzufangen. Jetzt, wenn du halt wenig Geld hast, ich habe selber auch mit 200, 300 Euro angefangen. Und das kann man sehr schnell in sehr viel Geld verwandeln. Und dafür will ich dir heute in diesem Video 9 Coins zeigen, die das Potenzial haben, dein Geld halt zu verzehnfachen, aber halt mindestens zu verdoppeln. Das kann ich dir wirklich versprechen. Ich bin selber investiert in diesen Coins. Und vorher will ich noch kurz sagen, wie du überhaupt damit tradest. Aber das wird halt das Wissen sein, was du brauchst. Und dann später gibt es noch ein Video über die Psychologie von Trading, weil wenn du selber nicht weißt, wie du funktionierst, wie du tickst, wie deine Angst funktioniert, wie deine Gier funktioniert, dann wirst du hier auch kein Geld machen können. Deswegen, das ist aber erst das erste Tool, was du dafür brauchst, überhaupt zu wissen, worein du investieren willst. Und dann kannst du halt deine eigene Psychologie entdecken und richtig traden. Aber als erstes, wie tradet man überhaupt? Also wie kauft man das überhaupt? Ich meine, das sind irgendwelche komischen Blockchains, die nicht mal wirklich irgendwo existieren, sondern einfach nur so ein Konstrukt von Menschen sind, wo irgendwelche Leute irgendwas programmiert haben. Wie kauft man jetzt wirklich Kryptowährung? Der einfachste Weg ist halt einfach, sich erstmal Solana zu kaufen. Also die Blockchain, auf der wir diese Meme Coins traden, heißt Solana. Und um diese Coins zu traden, musst du dir erstmal Solana kaufen. Das kannst du auf einer ganz normalen Kryptobörse machen, wie Kraken, Bybit, Uniswap und so weiter. Da gibt es tausende Coinbase, Binance, sowas. Ist total egal. Da gehst du halt drauf und holst dir Solana für dein Geld. Du musst halt mit deiner Kreditkarte reinpacken und so weiter. Jetzt kannst du aber immer noch nicht Meme-Coins traden, weil Meme-Coins werden, also die meisten Meme-Coins werden nicht auf diesen Kryptobörsen gehandelt, sondern du brauchst jetzt eine Wallet, mit der du das traden kannst. Und was ich dir dafür empfehlen kann, ist halt einen Telegram-Bot auszuwählen. Da gibt es ganz viele. Ich persönlich benutze halt den Trojan-Bot. Das ist extrem praktisch, weil du kannst ihn auf dem PC benutzen und du kannst ihn auf dem Handy benutzen. Und mein Trading kommt halt sehr viel auf Geschwindigkeit an. Das heißt, wenn du draußen bist, kannst du halt immer noch traden und verpasst so keine Chancen. Ich habe dir da einen Link in die Beschreibung gepackt, damit du nicht auf irgendwelche Fake-Links klickst. Das ist mir nämlich selber schon passiert. Und dann verlierst du einfach alles, dein gesamtes Geld. So, klick nicht auf Fake-Links, deswegen habe ich dir den offiziellen Link in die Beschreibung gepackt. Und ja, da kannst du dann wirklich diese Meme-Coins traden, die ich dir jetzt gleich nennen werde, die dieses 10x-Potenzial haben. Und das funktioniert halt einfach, du musst einfach nur den Meme-Coin dort eingeben, sagen, wie viel du davon kaufen willst und fertig. Kaufen, verkaufen. Da gibt es noch ein paar mehr Funktionen, aber die sind erstmal nicht so wichtig. Deswegen schreib mir auf jeden Fall einen Kommentar, wenn du ein Tutorial zu diesem Bot haben willst. Und ja, lass uns in diese Coins reinstarten. Der allererste Coin, ich fange mit dem besten an, weil ich will nicht deine Zeit verschwenden. Beim Trading kommt das Geschwindigkeit an, deswegen ich will nicht deine Zeit verschwenden, ist Hemi. Hemi ist ein Meme, das extrem bekannt ist im Internet. Also ich weiß nicht, ob du auf TikTok bist, aber wenn du irgendwen hast, der auf TikTok ist, der wird auf jeden Fall diesen Hamster kennen. Das ist einfach so ein Hamster mit so großen Augen und der ist extrem bekannt. Und dadurch, dass wir wissen, dass Meme-Coins einfach nur ein psychologisches Spiel sind, können wir sagen, dass dieses Meme halt extremes Potenzial hat. Weil es einfach extrem viele Leute kennen, schon ohne überhaupt diesen Crypto-Space jemals betreten zu haben. Das ist ein sehr bekanntes Meme in der ganz normalen Welt. So funktionieren halt Coins auch generell. Dass wenn etwas populär ist, wenn viele darauf spekulieren, dass etwas populär ist und dass etwas sehr populär mit den Massen sein kann, dann werden diese Leute das natürlich kaufen. Geht nicht darum, ob das irgendeinen intrinsischen Wert hat oder ob das wirklich so bekannt ist. Es geht natürlich nur darum, was alle denken. Und dadurch, dass Hemi einfach unfassbar viele Augen auf sich hat, wenn du das mal bei TikTok eingibst, die Videos haben Milliarden von Aufrufen. Das ist ein extrem bekanntes Meme und im Crypto-Space ist er noch nicht so populär, wie bekannt es in diesen normalen Spaces. Deswegen, wenn wir uns auch mal den Chart von Hemi jetzt angucken, ist es zu sehen, momentan, also jetzt gerade wo das Video aufgenommen wird, ist die Marktkapitalisierung, so messen wir halt immer die Größe von den Meme-Coins, ist bei 12,4 Millionen Dollar. Und was wir an dem Chart sehen können,
wenn wir uns das angucken, ist, dass Tammy damals, also ungefähr im Mai, bei circa 70 Millionen war. Und da sehen wir ein kleines, so einen kleinen Vorgeschmack, wie viel Potenzial das tatsächlich hat. Jetzt ist gerade halt auch eine sehr schwierige Situation im Kryptomarkt, weil der Bitcoin, der ja den Kryptomarkt lenkt quasi, der hat eine sehr schwierige Phase. Die Leute haben keinen Bock mehr, weil es einfach nicht hochgeht, sondern es ist einfach nur so eine Seitwärtsbewegung. Und das ist halt relativ, das ist eine sehr schwache Bewegung. Und in dieser Zeit kapitulieren halt viele, geben auf und haben keinen Bock mehr auf diesen ganzen Space. Und das ist halt genau der Punkt, wo du viel Geld machen kannst. Weil um viel Geld zu machen mit solchen Anlagen, musst du natürlich kaufen, wenn es niedrig ist. Kaufen, wenn es rot ist. Kaufen, wenn es niemand haben will. Damit, wenn es alle haben wollen, du es verkaufen kannst. Du kannst nicht immer nur das Grüne kaufen, weil es dann alle haben wollen und du einfach nicht diese Gewinne machen kannst. Deswegen muss man sich halt hier ein bisschen an den Eiern packen und Dinge kaufen, die extrem niedrig sind, die richtig krank runtergegangen sind, um sie halt wieder hoch zu verkaufen. Und jetzt gerade, wir haben so einen, ja, wir sind gerade bei 12 Millionen Market Cap. Und selbst wenn er jetzt ganz, ganz sehr, sehr konservativ einfach nur noch auf 24 Millionen nochmal geht, was ich überhaupt nicht für den Endpunkt von diesem Coin halte, dann hast du dein Geld schon damit verdoppelt, wenn du da jetzt ein paar hundert Euro reintust. Aber das ist natürlich nicht, wo wir aufhören wollen. Ich persönlich denke, dass Helmi sehr viel höher gehen kann auf mindestens 100 Millionen. Und das wäre vom jetzigen Zeitpunkt aus ungefähr eine Verachtfachung von deinem Geld. In diesem Coin habe ich tatsächlich das meiste von meinen Investments drin, weil ich so sehr daran glaube. Einfach extremes Potenzial. Extremes Potenzial, wenn halt wieder der wirkliche Krypto-Hype kommt und einfach wieder jeder denkt, dass er extrem viel Geld mit Krypto machen kann und sich einfach irgendwelche Normies diese Coins dann auch auf den normalen Kryptobörsen kaufen können. Unendlich geiles Potenzial bei diesem Coin. Kann ich dir nur empfehlen. Genau. Dann nächster Coin, Stanley Cup Coin. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind Stanley Cups, das sind solche, ja, so eine Art Flaschen, die einfach so White Girls haben, die haben so einen Strohhalm. Und das haben die halt zu einem Coin gemacht. Extrem guter Content, also die produzieren sehr viel Content selber, also Videos und so weiter, auf Twitter besonders. Und das zeigt halt einfach, wie committed dieses Team, was diesen Coin erstellt hat, ist für den Coin. Also wie viel die dort rein investieren. Und dieser Content ist tatsächlich ziemlich witzig und ziemlich gut. Und generell finde ich das Meme einfach sehr gut. Und das ist also bei all diesen Coins, die ich jetzt gerade vorstelle, ist eigentlich nur die Prämisse, dass sie sehr guten Content haben, sehr gut an Massen verbreitet werden können, dass die Teams halt noch aktiv sind, also dass deren Twitter-Accounts sehr aktiv sind und dass sie halt gerade sehr krass gesunken sind von ihren Höhepunkten, die sie damals hatten. Was ja genau der Punkt ist, an dem wir kaufen wollen. Und wenn wir uns Stanley angucken, dann, ja, warte, lass mich das hier kurz aufschlagen. Dann sehen wir halt, dass es gerade bei 3,3 Millionen Market Cap ist, also zur Zeit dieses Videos. Und das All-Time-High von diesem Coin war einfach bei fucking 80 Millionen. Und selbst wenn wir nicht mit diesem All-Time-High rechnen, selbst wenn wir nur damit rechnen, dass er wieder auf 30 Millionen geht, ist das halt, wenn wir uns den Chart angucken, das ist so, der hat sich wochenlang auf diesem Niveau gehalten von 30 Millionen. Das wäre schon eine Verzehnfachung deines Geldes, was du da reinpackst. Extrem gutes Potenzial, extrem guter Content, gutes Team dahinter und einfach witzig. Deswegen, da bin ich auch drin, kann ich dir sehr empfehlen. Dann der nächste ist ein bisschen, ja, abwegiger, aber das ist Cola. Cola, geschrieben Kohler, ist ein 4chan-Meme. Und 4chan-Memes kommen im Crypto-Space oft sehr gut an. Also die Menschen, die auf 4chan haben eine höhere Tendenz, halt eben auch im Crypto-Space zu sein, weil das ist so eine Internetkultur. Und deswegen sind 4chan-Memes eine sehr gute Wette, was Krypto-Coins angeht. Und Cola momentan auf 283.000 Dollar Market Cap und war schon auf 3 Millionen. Und da sehe ich halt das Risk-Reward-Ratio, also das Verhältnis von Risiko zum Gewinn, ist halt sehr gut. Er hat sich jetzt relativ lange auf diesem 300k-Niveau bewegt und die Leute, die es halten, die diesen Coin unterstützen, sind sehr, sehr investiert in diesen Coin. Und wenn Leute so überzeugt von dem Coin sind, vertraue ich dem und das Meme ist halt auch gut und bekannt unter den Leuten, die in Krypto sind. Also Cola kannte ich jetzt vorher selber persönlich nicht,
Aber es scheint eine gewisse Popularität zu haben. Das habe ich auch erst mit Krypto gelernt. Und deswegen kann ich dir sehr empfehlen, weil ja, er ist halt bei 10% von seinem All-Time-High momentan. Das sind alles sehr, sehr safe Sachen, die ich dir sage. Ich habe schon sehr viel unsafere Sachen getradet. Das hier, also von diesen Dingen, die ich dir jetzt alle sage, von denen denke ich, dass du halt, wie gesagt, mindestens dein Geld verdoppeln kannst, wenn du da einfach nur irgendwas reinsteckst und wartest. Also, das ist wirklich das Sicherste, was ich dir geben kann, von dem ich selber überzeugt bin. Und ja, genau, der nächste Coin ist dann Shark Cat. Also Shark Cat, also die Hai, so eine Haikatze. Ist halt einfach, das ist einfach, ich meine, das ist einfach nur so eine Katze. Mit so einem Haihut. Und die ist halt irgendwie extrem beliebt im Internet. Ich habe da auch nicht so wirklich, ich habe das vorher nicht wirklich gewusst, dass es diese ganzen Memes gibt. Aber sobald man dann das halt recherchiert, merkt man, dass das sehr, sehr populär ist, dass sehr viele Augen auf diesem Meme sind. Und hier sehen wir auch gerade wieder, es ist auf 12 Millionen Market Cap. Es war schon auf mehreren, es war schon auf 200 Millionen Market Cap. Also da wieder, es ist total, also wir nennen es immer bottomed out, also wenn es wirklich, wenn der Coin wirklich einfach sich auf einem bestimmten Niveau hält, was sehr niedrig ist, anstatt immer weiter runter zu gehen, ist er total bottomed out bei diesem 12 Millionen Level und war halt so unfassbar hoch. Deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall wieder hochgehen wird, besonders wenn der Markt jetzt wieder ein bisschen anfängt. September ist historisch gesehen immer der schlechteste Monat für Krypto gewesen und Oktober ist historisch gesehen immer der beste Monat für Krypto gewesen. Wir können natürlich nie sagen, dass die Vergangenheit, aber wir können natürlich nie aus der Vergangenheit schließen und sagen, dass es in der Zukunft auch so sein wird. Aber das ist so eine Tendenz, die jetzt in jedem Jahr stattgefunden hat tatsächlich. Und deswegen Shark Cat. Bin ich auch dran. Dann, jetzt kommen wir zu ein bisschen, jetzt kommen wir mehr zu Memes. Und zwar ein Coin, der heißt Aura. Vielleicht kennst du auch das Aura-Meme, so minus Aura, plus Aura. Weißt du, so dieses Meme. Das ist auch sehr bekannt. Momentan, der Coin ist auf 6,6 Millionen Market Cap. Und wie gesagt, das ist eigentlich immer die gleiche These. Du musst halt nur diese Coins finden, die einfach diesen Mass Appeal haben, wo viele Menschen denken, dass die das kaufen wollen oder dass, wo viele Menschen denken, dass viele Menschen es kaufen würden. Also so, das ist ja das Prinzip dahinter. Und weil es kommt nicht mal darauf an, ob es viele Menschen kaufen würden direkt, wenn einfach nur ganz viele Menschen denken, dass es viele Menschen kaufen würden. Also so. Und das ist halt auch bei Aura das Ding. Wie gesagt, momentan auf 6,6 Millionen, All-Time-High war bei ungefähr 70 Millionen. Selbst wenn wir ganz konservativ sind, auf einem Level, was dieser Coin über einen Monat lang gehalten hat, nämlich 30 Millionen, hast du da dein Geld schon ja, verfünffacht, vervierfacht ungefähr. Wenn das erreicht. Und wenn es sogar noch höher geht, ich meine, das ist aber wieder dieses, das ist halt, was ich eben meinte mit dem psychologischen Spiel. Du musst halt deine eigene Psychologie kennen. Wenn du das nicht lang genug halten kannst, wirst du diese Gewinne nie erreichen. Weil wenn du dir immer denkst, oh, okay, das ist jetzt um 10% gestiegen, ich sollte rausgehen, vielleicht geht es wieder runter, dann wirst du natürlich nicht dein Geld verzehnfachen können damit. Oder wenn du zu gierig bist und denkst, und das ist schon bei 20x und du gehst nicht einfach nicht raus, du verkaufst nicht, dann wirst du natürlich auch irgendwann dein gesamtes Geld verlieren, weil es geht immer wieder runter. Das sind halt diese zwei, ja, zwei Pole. Diese zwei emotionalen Pole vom Trading, die Angst und die Gier. Und die musst du halt lernen zu kontrollieren. Deswegen Aura, gutes Meme. Die posten immer noch Content, obwohl dieser Coin schon sehr lange runtergegangen ist, posten immer noch Content. Das halt zeigt halt wieder einfach das Commitment. Und das ist halt sehr extrem, das ist extrem wichtig, weil es geht ja immer nur um Community, Psychologie, all das. Das ist, worum es geht bei diesen ganzen Coins. Das ja, bei Aura halt. Aura ist der Coin, dann der nächste Coin, Good Morning, einfach GM, ist einer der häufigsten benutzten Ausdrücke auf Twitter. Und Twitter ist ja so das Social Media für Krypto. Und Good Morning ist halt so ein Meme dort. Und momentan bei nur 400k, also es ist wirklich ein richtig guter Entry. Das ist persönlich einer meiner Favorite Trades neben Hammy. Und ja, das hat sich auch schon sehr lange auf diesem Niveau gehalten. War schon bei 5 Millionen so ungefähr.
Also da wieder auch sehr großes Upside-Potenzial. Ist halt einfach, wenn diese, es gibt sehr viele Meme-Coins, die halt einfach auf solchen bekannten Sprüchen oder Aussagen oder Ausdrücken basieren. Und Good Morning ist halt einer der populärsten. Deswegen bin ich da sehr überzeugt von. Und ich denke, das ist easy money. Ich denke, das ist wirklich easy money. Also du wirst mindestens dein Geld damit verfünffachen. Sag ich dir jetzt einfach so. Wenn du da 100, 200 € reinpackst, wirst du mit 1000 Euro rausgehen auf jeden Fall. Also da bin ich so extrem von überzeugt, weil ich hab ein Impressum, du kannst mir da irgendwelche Bombenbriefe oder so hinschicken, wenn das nicht passiert. Nächster Coin. Woman yelling at cat wurde mir von einem guten Freund empfohlen. Das ist auch ein Meme, was du safe kennst. Also das ist, ich, ja, das ist halt einfach diese Frau, die so eine Katze anschreit. Sehr bekanntes Meme. Und das Ding ist, diese Frau, die dort die Katze anschreit auf dem Bild, ist tatsächlich in dem Team von dem Coin, also unterstützt den Coin selbst. Das ist halt mega bullish für den Coin, einfach weil das so ein kleines Extra ist, was nicht jeder Coin hat. So die Person, die in dem Meme ist, unterstützt das Meme wirklich persönlich selbst. Das haben wirklich die wenigsten Meme-Coins. Deswegen auch total bottomed out. Ne? Total, also momentan bei 750k Market Cap. Ja, war schon öfter auf 6 Millionen Market Cap. Ne? Das ist dann wieder eine Verachtfachung deines Geldes, wenn es dieses Niveau wieder erreicht, beziehungsweise wenn es kein höheres Niveau erreicht, was ich nicht glaube. Und wie gesagt, also was ich dir hier die ganze Zeit gebe, sind einfach nur diese Mindestangaben, die kleinsten Vermutungen, die ich habe dafür. Persönlich habe ich für all diese Coins viel höhere Erwartungen als diese Verdoppelung oder Verzehnfachung. Aber das ist einfach, weil ich kann verstehen, dass es erstmal halt alles wie ein Scam klingt, so dein Geld verzehnfacht, so, Digga. Einfach so. Deswegen will ich dir die vorsichtigsten Zahlen geben. Und nicht direkt sagen, dass du dein Geld hier sofort vertausendfachen wirst, was tatsächlich möglich ist. Ne? Aber das werde ich dir nicht versprechen. Du musst halt schon ein guter Trader werden, um 1000, dein Geld vertausendfachen oder verzehntausendfachen, was Leute schon getan haben. Und genau, der letzte Coin, den ich dir heute noch sagen will, und ich sage dir die alle heute, weil jetzt gerade auch für alle diese Coins ein sehr guter Entry Point ist. Dann der letzte Coin ist Zuma. Unsere Generation als Meme auf der Blockchain. Momentan bei 3 Millionen Market Cap, war bei unfassbar hohen Levels. Extrem bekanntes Meme, genauso wie Zuma, also Zuma, Boomer, all diese Begriffe, die werden im Internet so häufig rumgeworfen. Momentan bei 3 Millionen Market Cap, war schon bei 25 Millionen, also da extrem großes Potenzial. Extrem bekanntes Meme. Starke Community, all diese guten Sachen, starke Holder. Und das war jetzt der letzte Coin. Also diese neuen Coins kann ich dir sehr empfehlen, jetzt zu kaufen. Und dann einfach zu warten. Das nächste, ja, schreib mir auf jeden Fall, wenn du ein Video über diese Trading-Psychologie haben willst, denn das ist mindestens genauso wichtig, wie die richtigen Coins auszuwählen. Und ja, genau. Also wenn du traden willst, wie gesagt, hol dir auf Kraken, Bybit und sowas, Krypto, also Solana. Schick das Solana auf den Telegram-Bot, in meinem Fall jetzt ja diesen Trojan-Bot. Und ja, klick auf den Link, wenn du die Gebühren sparen willst. Und ja.